Auf jeden Fall werde ich jetzt diesen Baustrahler hier ausstellen und dann werde ich einfach meinen kleinen Trommelwirbel einspielen. So. Das Ding wird ausgemacht. Also, mal sehen, wie groß der Unterschied wirklich ist. Die Werkstattbeleuchtung ist ein wirklich wichtiges Thema in jeder Werkstatt. Und da war mir auch von Anfang an klar, das will ich nicht alleine entscheiden, denn in meiner neuen Werkstatt geht es ja auch quasi darum, Werkstatt 2.0, hier wird alles einfach mal gescheit gemacht. Und damit ich dort eben auch mich nicht in einem Universum von irgendwelchen Fakten verliere, habe ich mir den Sven Spangenberger von LuxLight mit dazu geholt. Ja, danke, dass ich da sein darf. Mein Name ist Sven Spangenberger von LuxLight und wir sind euer Ansprechpartner rund um das Thema LED, speziell mittlerweile, muss man schon sagen, im Heimwerkerbereich. Meine Werkstattbeleuchtung, die ich vorher in meiner alten Werkstatt hatte und auch die, die vorher hier drin war, ja, das waren so ganz einfache Leuchtstoffröhren halt. Genau. Ja. Und die waren auch nicht besonders gut verteilt, die hatte ich völlig wirr. In meiner alten Werkstatt hatte ich die so an der Seite hängen, da kam wirklich kein Licht von oben drauf, ja, das war einfach konstruktionsbedingt. Ja, ja. Ja. Und in dem Moment, das werdet ihr auch noch gleich im Video dann sehen, wo ich hier zum ersten Mal das Licht angeschaltet habe, was für mich gleich wortwörtlich eine Erleuchtung. Als ich mich für eine neue Beleuchtung entschieden habe, war natürlich von Anfang an klar, das müssen LED-Panels sein. Man muss ja auch mit der Zeit gehen. Und welche LED-Panels das genau sind und wie diese im Groben funktionieren, das wirst du uns jetzt einfach mal kurz zeigen. Genau. Also, ich habe nochmal was vorbereitet. Und zwar, das ist jetzt so ein ganz klassisches 120x30 cm LED-Panel. Die gibt es auch noch in anderen Größen, 595 oder auch das deutsche Odenwald-Deckenmaß 620x620 mm. Und ja, ihr seht, das ist relativ dünn, da fragt man sich, wo kommt jetzt eigentlich hier das Licht her? Die Technik ist eigentlich ganz einfach. In der Regel ist am Rand jeweils ein LED-Streifen verbaut. Und das ganze Geheimnis ist letztendlich in dieser sogenannten Diffusorscheibe drin. Das ist eine Glasscheibe, die das Licht unterschiedlich stark bricht. Das heißt, wenn ich hier und hier den Lichteinfall habe, wird das Licht am Anfang relativ schwach gebrochen und dann immer stärker, so dass ich über die gesamte Fläche eine sogenannte homogene Ausleuchtung habe. Weil wenn ich hier eine ganz normale Plexiglasscheibe reinhauen würde, hätte ich natürlich hier und hier an den Außenstellen viel mehr Licht. Das heißt, die ganze Fläche wird gleichmäßig ausgeleuchtet. Zum Thema Vorschaltgerät. Hier beginnt der gefährliche Part letztendlich. Hier gehen die 230 Volt rein, also da muss man wirklich aufpassen. Und beim Vorschaltgerät haben wir auch den anfälligen Part von diesem ganzen LED-Panel-System, nenne ich es mal. Oftmals kriegt man relativ billige Vorschaltgeräte mitgeliefert und das merkt man dann, speziell wenn man filmen möchte, dass die ganzen Dinge anfangen zu flackern. Und das ist dann der große Nachteil. Zur Montage dieser LED-Panels wollen wir jetzt eigentlich direkt hier gar nicht mehr so viele Worte verlieren, denn das will ich euch jetzt mal direkt zeigen. Das Ganze ging wirklich sehr einfach und sehr schnell und da gab es auch so ein paar kleine Tipps und Tricks, die du mir im Vorfeld da auch gegeben hast. Lange Rede, kurzer Sinn. Jetzt gucken wir uns einfach mal an, wie das Ganze funktioniert, diese Teile zu montieren und wir sehen uns danach direkt wieder. Als allererstes werde ich einmal den Rahmen von den einzelnen LED-Panels aufbauen. Der Aluminiumrahmen besteht aus vier Teilen, den wir zunächst einmal zusammenstecken. Das Ganze wird einfach mit solchen Schnellverschlüssen zusammengeschoben. Das Wichtigste bei der Montage ist, dass man die Löcher hier exakt an die Decke bohrt, also in genau dem richtigen Abstand. Wenn man das natürlich zu weit auseinander macht, dann biegt sich der Rahmen so ein bisschen auseinander. Wenn man es zu weit innen macht, ist er so nach innen gebogen und dann passen später die LED-Panels nicht mehr genau rein. Normalerweise würde man jetzt einfach den Rahmen nehmen, hier oben an die Decke anlegen und sich dann die Bohrpunkte markieren. Ihr kennt das ganz sicherlich und ich bin nicht unbedingt der kleinste Kerl, ja, aber über Kopf arbeiten und vor allem genau zu arbeiten, ist immer so eine Sache. Und die LED-Panels sollten auch noch möglichst genau ausgerichtet sein, aber bevor man sich hier einen abbricht, gibt es da einen kleinen Trick. Ihr fertigt euch einfach eine Schablone für die Bohrpunkte an. Und das muss auch wirklich keine komplizierte oder aufwendige Schablone aus Holz sein. Hier reicht vollkommen einfach Pappe. Aber ich würde euch nicht empfehlen, einfach jetzt den Rahmen zu nehmen, den hier drauf zu legen und es abzuzeichnen. Denn der Rahmen, wie ihr hier sehen könnt, ja, der ist ja auch nicht ganz stabil. Deswegen nehmt ihr euch einfach das exakte Maß. Ich habe es jetzt gerade eben nachgemessen. Das sind 1,19 m × 30,4 cm. Und das zeichnet ihr euch jetzt einfach auf dem Pappstück auf. Achtet darauf, dass das Rechteck, was dabei entsteht, exakt im 90-Grad-Winkel ist.
Das Coole ist, dass ich sehr viel von der ursprünglichen Verkabelung der Beleuchtung erhalten kann und dass ich auch viel von dem Kabel, wenn ich es verlege, einfach wiederverwerten kann. Um das optimale Beleuchtungsergebnis in diesem Raum hier zu kriegen, hat mir der Sven auch eine Grafik mitgeschickt. Auf der sind übrigens auch Maßangaben, wo genau welche Leuchte hängen muss, damit ich, wie gesagt, die optimale Beleuchtungsausbeute bekomme. Jetzt nehme ich meine Schablone. Ich habe mir übrigens an der Schablone jeweils die Mitte angezeichnet. An dem Punkt werde ich das jetzt auch an der Linie hier ausrichten. Also hier an der Schablone habe ich mir jeweils hier die Mitte angezeichnet und da hinten an dem anderen Ende auch. Und anhand dieser beiden Punkte richte ich jetzt an der Linie die Schablone aus. Jetzt noch die Bohrpunkte markieren. Damit man es ein bisschen besser sieht, kreise ich mir noch die Punkte ein. Jetzt befestige ich zunächst die längeren Teile vom Rahmen. Die Leiste hier schrauben wir aber erst einmal nicht fest, denn jetzt fügen wir zunächst mal die Abschlussteile hier ein. Und jetzt setzen wir den Rahmen mit einem Winkel exakt in den rechten Winkel. Und jetzt können wir die Schrauben wieder festziehen. Dann fügen wir doch schon einmal das erste Panel ein, um zu gucken, ob es passt. So, Abdeckkappe wieder drauf. Und damit wäre das erste Panel installiert. Bleiben noch 8 weitere, also lasst uns keine Zeit verlieren. Mit der Schablone ging das Ganze wirklich gut und vor allem schnell. Wichtig ist, dass ihr bei jedem Rahmen prüft, ob das LED-Panel auch straff darin sitzt, denn sonst besteht die Gefahr, dass das LED-Panel rausfallen könnte. Alles klar, Leute. Alles ist soweit fertig montiert und angeschlossen. Im Moment ist noch dieser Baustrahler an. Boah, ich muss aufhören, da reinzugucken. Das ist richtig furchtbar. Auf jeden Fall interessiert euch jetzt bestimmt genauso sehr wie mich, wie das Ganze hier gleich wirken wird. Also lasst es uns auschecken. Leider ist noch kein Lichtschalter installiert, deswegen werde ich das Ganze jetzt gleich über den Stromkasten machen. Auf jeden Fall werde ich jetzt diesen Baustrahler hier ausstellen und dann werde ich einfach meinen kleinen Trommelwirbel einspielen. So, das Ding wird ausgemacht. Also, mal sehen, wie groß der Unterschied wirklich ist. Also jetzt mal ganz im Ernst, Leute, das hier ist doch wirklich ein absolutes Top-Ergebnis. Ich kann es natürlich jetzt in dem Moment nicht sagen, aber ich bin mir auch sehr sicher, dass es im Video jetzt auch einen richtig schnieken Eindruck macht. Ich habe bisher immer nur mit so Provisorien gearbeitet, auch in meiner alten Werkstatt waren da nur so ein paar notdürftige Lampen hingehängt. Wie das Ganze vorher aussah, also mit dem Licht, das vorher hier drin war, können wir uns jetzt ja einfach mal anschauen. Da werde ich einfach mal so ein paar Auszüge, ein paar Szenen aus anderen Videos hier mit reinschneiden. Ich kann es euch im Moment nicht sagen, wie groß der Unterschied wirklich ist, aber jetzt schneiden wir einfach mal wieder zurück. Ja. Was sagt ihr? So Sven, und jetzt mal bis auf die Tatsache hin, dass das Ganze wirklich ziemlich geil ist und ich mega glücklich bin. Ja, was sind denn so die Vorteile oder allgemeine Tipps und Tricks, die du jetzt den Leuten da draußen mitgeben würdest, wenn die eben auch so ein Vorhaben haben, wie ich jetzt in dem Fall? Mhm. Ja, also zum einen hast du die Möglichkeit, in niedrigen Räumen, beispielsweise Kellerräume, Garagen, also gerade jetzt für die Handwerker ist es ja so ein Thema, die Partnerin wäre nicht so glücklich, wenn du deine Bandsäge direkt ins Wohnzimmer stellst. Also die gehen dann eher in den Keller, ja, oder in die Garage. Und bei einer niedrigen Deckenhöhe, du hast halt hier einen wahnsinnig niedrigen Aufbau. Mhm. Das ist schon mal ein Riesenvorteil. Der zweite ist ganz klar die Effizienz. Du kriegst, salopp gesagt, viel Licht für wenig Strom. Das ist natürlich eine super Sache. Und jetzt gerade auch für den Heimwerker oder wir können auch ins Büro gehen. Mhm. Du hast keine Lust, wenn du arbeitest und hast einen Schattenwurf. Mhm. Speziell jetzt, wenn du schreibst oder eine Linie ziehst beim Heimwerken, das nervt. Und so haben wir halt eine homogene Ausleuchtung. Ja. Komplett, egal wo du stehst. Genau der Punkt, den du gerade erwähnt hast, ja, das kennt ihr ganz sicherlich alle. Und in meiner alten Werkstatt hatte ich das Problem ständig. Ja. Man markiert irgendwas, nimmt sich ein Lineal. Und dann muss man dann am Ende, ja, es gibt immer diesen blöden Schattenwurf oder irgendeinen Punkt in der Werkstatt, wo die Beleuchtung einfach besonders gut ist oder besonders schlecht ist. Ja. Aber gerade der Fakt, ja, ich glaube, da bin ich definitiv nicht alleine, der hat uns alle schon total genervt. Und hier ist das einfach, ja, weil einfach das Licht aus allen Richtungen kommt. Genau. Ja, hat man auch das Problem von so einem harten Schattenwurf einfach nicht mehr. Genau. Und wir haben jetzt gerade nochmal ganz kurz nachgemessen. Wir rechnen immer auf mindestens 500 Lux im Durchschnitt.
Das ist auch in den Büros bei Bildschirmarbeitsplätzen von der Deutschen Arbeitsstättenrichtlinie für Beleuchtung, das wird jetzt klugscheißen, ist diese Vorgabe, die gibt es nun mal. Und diese 500 Lux sind eigentlich auch fürs Heimwerken ideal. Es gibt dann ein paar, die sagen, nee, ich hätte gern 700, 800, kein Problem, nur irgendwann sollte es nicht in eine Art Solarium dann ausarten, weil zu hell gibt es dann einfach auch. Und irgendwann, gerade mit Metall, kann es dann auch blenden. Aber wir sind hier überall mit 500 Lux. Wir haben es ja mal kurz nachgemessen mit unserem Spielzeug Luxmeter und das passt eigentlich wunderbar. Wir hatten es ja vorhin schon auch erwähnt, ja, zum Thema Flackern. Ja, also ihr könnt es jetzt in der Perspektive wahrscheinlich sehr gut erkennen. Hier flackert wirklich gar nichts und allgemein ist auch das Licht. Du hattest ja gemeint, wie nennt man dieses Farbspektrum? Die Farbtemperatur? Genau, die Farbtemperatur. Genau. Das ist jetzt, du hattest gemeint, warte. Das ist Naturweiß. Naturweiß, genau. Genau. Was mir auch sehr, sehr wichtig war, weil geht man zu sehr ins Blau, ja, dann wird das Ganze steril, kalt, genau. Ungemütlich auch. Ja. Geht man zu sehr ins gelbe Licht, ja, ist das, wäre auch für mich zu sehr Wohnzimmer-Feeling, Wohnzimmer-Flair. Genau. Zum Film ist gelbes Licht auch nicht besonders gut geeignet. Von daher habe ich hier wirklich eine wunderbare Mischung und wie gesagt, ihr seht es jetzt gerade in dem Moment und könnt euch davon einfach selber überzeugen. Und zum Naturweiß, du hattest vorhin auch das mit den Kelvin erwähnt, erklär uns das doch einfach nochmal ganz kurz. Genau, also Kelvin ist die Farbtemperaturangabe letztendlich und wir haben jetzt hier Naturweiß sind 4000 Kelvin, das Warmweiße sind dann so 2500 Kelvin und das Kaltweiße sind dann so Richtung 6000 Kelvin, dieses wie gesagt eher blaue, ungemütliche Licht. Genau. Und wir sind jetzt hier quasi genau im Mittelwert drin. Ja, genau. Es ist nicht zu steril, OP-Licht, aber es ist auch nicht das Wohnzimmerlicht, wie du es genannt hast, zu gemütlich, sondern es ist eigentlich genau das perfekte Arbeitslicht und die 4000 Kelvin hast du auch in den Büros. Ja. Zum Arbeiten nun mal. Ne? Und hier in der Werkstatt wird ja, sag ich mal, natürlich wird ja auch ab und zu entspannt, aber schließlich bin ich ja hier zum Arbeiten. Genau. Natürlich ist es mir wichtig oder uns wichtig, dass das hier auch ein faires Video wird. Deswegen wollen wir euch auch die eventuellen Nachteile, die vielleicht jetzt so eine Beleuchtung mit sich bringt, nicht vorenthalten. Genau. Wir kriegen ja auch Feedback von unseren Kunden und bei der Montage, ihr werdet es gesehen haben, ich meine, wir haben jetzt hier schon eigentlich einen Profi am Werk. Ne? Okay. Ja, ich meine nicht. Und bei den 120x30cm Panels ist es vielleicht ein bisschen einfacher, wenn man es zu zweit macht. Also die 60x60 Panels, die quadratischen, sind etwas einfacher zu installieren alleine. Okay. Aber in 120ern ist es dann manchmal schon besser, wenn noch eine zweite Person mit dabei ist. Wie gesagt, sind jetzt nicht alle so geschickt dann auch mit ihren Händen, mit den Werkzeugen. Das kann unter Umständen dann vorkommen. Ja, also muss ich auch sagen, der Tipp mit der Schablone, ne, das habt ihr eben gerade auch in der Bauphase gesehen, der war wirklich super. Und ich habe es ja auch schon da in der Bauphase gesagt, ohne diesen Hack, sag ich mal, wäre das Ganze auch zumindest alleine viel schwieriger geworden. Ja, die Rahmen sind halt einfach nicht so steif, sind etwas, wie bei uns sagt man, gagelig, ne? Ein zu viel Spiel und da ist es dann einfacher, wenn man sich dann so ein Hilfsmittel wie eine Schablone bastelt. Ja. Ein weiterer Nachteil ist, ja, es ist halt ein Element. Wenn es kaputt ist, ist es kaputt. Ich muss dazu sagen, wenn mal das Licht ausgeht, ist in 90 oder 95% der Fälle das Vorschaltgerät schuld. Wenn es dann aus ist oder das Panel kaputt ist, dann muss man halt das gesamte Panel entsorgen. Es ist aber immer noch umweltfreundlicher als eine Leuchtstoffröhre, die Quecksilber enthält, zu entsorgen. Das heißt, also man ist dann hier schon ein bisschen auf der, ich nenne es mal, grüneren Seite auf jeden Fall. Aber das sind einfach nun mal die Nachteile, die mir jetzt gerade so auch spontan einfallen oder die dann auch aus Kundenfeedbacks zu uns getragen werden. Mhm. Sven, auch dir vielen Dank, ja, dass wir das zusammen gemacht haben für deinen fachlichen Rat. Das war wirklich mega gut. Ja. Danke auch. Und und ihr solltet unbedingt unten in die Videobeschreibung gucken, denn dort habe ich die Links auch zu seinem YouTube-Kanal, Instagram oder auch zu seiner Homepage euch verlinkt. Ja. Und ich kann euch das wirklich nur empfehlen, wenn ihr die Beleuchtung in eurer Werkstatt jetzt gerade plant oder irgendwie optimieren wollt, ja, spart nicht an den falschen Stellen, denn nerviges Licht ist, glaube ich, auf Dauer einfach auch für die Nerven. Ja, ist blöd. Ist einfach nichts. Genau. Wenn euch das Video gefallen hat, dann drückt am besten jetzt auf Daumen hoch, abonniert natürlich meinen Kanal, sofern ihr das noch nicht gemacht habt. Und wenn ihr es nicht abwarten könnt, bis zum nächsten Projektvideo, denn das nächste Projekt wird hier nämlich die Neuverkabelung in meiner Werkstatt sein, dann checkt doch am besten einfach mal diese beiden Videos hier auf der Seite aus. Die werden euch sicherlich auch interessieren. Ansonsten bleibt meinem Kanal treu. Nochmal vielen Dank an dich, Sven. Danke auch. Und macht's gut.
bis zum nächsten Video. Ciao.